Ein herzliches Willkommen zurück zu Legend of Mana. Willkommen zurück zum Let's Play dazu. Wir gehen heute auf ein etwas größeres Abenteuer. Dafür haben wir gedacht, nehmen wir unseren Pogo-Puschel wieder mit. Einfach nur, damit wir jemanden an unserer Seite haben. Falls wir mal wieder sterben oder so, ne? Einfach zur Sicherheit. So, Marcel, komm mal mit, du. Wir haben heute einiges vor, was Großes vor. Was Hohes vor allem. Ihr werdet schon sehen. Wir gehen zur Weltkarte. Und müssen jetzt... hier sind die Gattgrotten. Weiter links kann ich nicht. Steinauge? Nee. Magischer Wälzer, Mondspiegel, Korallenleuchte oder Medaillon. Wir nehmen... den Mondspiegel. So. Und platziere den ganz hinten links auf der Map. Ja. Turm von Lyris. Und dort gehen wir hin. Ich bin sehr gespannt, was es damit auf sich hat. Und ja, mal gucken. Ich habe ein bisschen Angst. Uff, sieht das gut aus. Guckt euch mal den Mond an, der pustet. Rabentor. Ist das Pearl? Hallöchen. Der Spiegelturm. Oh, ich hab ein bisschen Schiss. Lyris. Ah! Bitte entschuldige. Und ich vergesse ich einfach alles um mich herum. Du hast mich erst vor kurzem in der Höhle, in der Höhle gefunden, aber Elosal und ich wurden schon wieder getrennt, Elasul. Es ist, als würde mich der Turm rufen. Ich muss los. Wir begleiten sie natürlich. Danke, Miku. Hat sie uns angeschossen. Nice. Dann gehen wir mal rein. Erdgeschoss. Okay, ich habe eher eine Lösung auf, weil der Turm anscheinend sehr hoch und sehr krass drauf ist. Und sehr hoch sein soll. Deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Deswegen, wir wollen doch nicht so viel herumirren, ne? Mal gucken, was sie kann. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, dass ich das mache, weil wir wollen ja auch so viel sehen wie möglich und wir wollen auch nicht ewig rumherirren. Vor allem, weil ich auch gerne alles mitnehmen würde, ne? Ey, der Pokémon tankt aber ordentlich die ganze Zeit. Oh. Er hat die ganze Zeit getankt. So. Engel kriege ich das nicht gerade hinter den zu treffen. So, jetzt aber. Okay. Ah, kommt noch mehr Gegner? Nee. Oh, Damokles Schwert. Ein bisschen Angst. Oh nein. So. Ich habe ein bisschen Angst vor den Dingern. Muss ich ehrlich sagen. Die halt eigentlich echt nur auf den Pokepuschel gehen. So, down. Okay. Ha. Gut. Okay. Kommen hier auch Gegner? Wahrscheinlich, ne? Okay, jetzt mal rechts. Okay, gut. Gut, es geht höher. Wie gesagt, das ist wirklich sehr kompliziert. Deswegen gucke ich hier nach.
Ich hoffe, ich laufe ihn nicht. Okay. Und jetzt mal wieder nach links. Aber vorher kriegen die Schwerter auf die Schnauze. Auf die nicht vorhandene. So. Ich sollte auch echt. Der Pokepusche, der hält halt echt nicht viel aus. So. Hoffe ich treffe und laufe nicht durch. Ach, verdammt, er hat abgewehrt. Okay. Irgendwie schaffen wir das schon. Aber immer das, die gehen halt sofort auf den Pokepuschel, ne? Aber sofort. Gut, jetzt mal nach links. Oh. Sie haut die ganze Zeit ab. Ich glaube, sie kämpft gar nicht. Sie ist die ganze Zeit nur am Flüchten. Na gut, ist ja auch nicht schlimm. Gut, Succubus 1 rüber geprezelt. So, ein Fehler viel schon mal weniger. Ja, hier dieser Part wird ein bisschen gekämpft. Ey. Oh, wie ich das hasse. Wenn ich ihn halt nicht treffe. Ey. Danke. Nix ist. Ach Gott, ich wollte mich nicht umdrehen. Da habe ich auch die Bulliana vergiftet. Ey, ich kann ihn nicht bewegen. Hallo. Ich kann nichts machen. Ich wurde verwirrt. Ach, komm. Die machen auch ordentlich Schaden. Wow. Huch, ey, das ist echt heftig. Okay. Dann gehen wir mal zur vierten Etage. Und dann nach rechts. Oh, was bist du denn? Ah, von dem will ich mich echt nicht treffen lassen. Machen wir den EI-Schlag. Ey. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem Ritter, weil in Schild und auf Mana haben mich die Ritter einmal ordentlich erwischt. Aber ordentlich, das sage ich euch. Ey. Na, verwirrt. So. Bisschen Erfahrung. Ich kann das nicht mit der Perspektive. Wie viel Leben hat er noch? Ich sehe es nicht. Egal, wir haben es geschafft. Noch mehr Gegner. So, EI-Schlag. Treff. Natürlich nicht. Frag mich einfach mal die nächste Spezialfähigkeit bekommen. Das wüsste ich halt echt gerne. Das wüsste ich halt wirklich gerne. Autsch. Das hätte. Dieser Part wird ein bisschen gekämpfe. Bisschen mehr gekämpfe. Ah, ist ja nicht ganz so, ist ja nicht schlimm, ne? Ist ja nicht schlimm. Marcel, du kannst auch gerne richtig in die richtige Richtung schießen. Was ist los mit dir? Alter, Mann. So. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Jetzt sind wir hoch. In die fünfte Etage.
Und hier sollen wir runter. Down. Und dann links. Ja. Und dann sagen wir mal, dass man sich das merken soll. Wie soll man denn, da findet man dann nie den Weg, wenn jede Etage hier fast so ist. So. Okay, das Musik, kommt da was raus? Irgendwas kriegen wir da. Alter, ja, danke. Komm, du hast keine Chance, du elendes Pferd. Sehr schön. Ach, da liegt noch eine Münze. Gut. Echsenschub mal bekommen. Oh, was haben wir denn hier? Dämonenfleisch. Okay, links. Und höher. Ah, wir haben es aber. Oh, wir haben es bald geschafft, Leute. Wir haben es bald geschafft. Jetzt sollen wir nach rechts gehen. Und hier kommen noch mehr Fledermäuse. Die wollen wirklich kassieren. Die wollen wirklich kassieren. Darf ich überhaupt eine? Ja, sehr schön. Das wäre jetzt ja, ne? Ach komm. Du hältst noch nicht viel aus. Gut, Pogo-Push levelt auch auf. Oh Gott, ist das nervig. Frag mich ja, wie der Boss hier aussieht. Bisschen viel Gequinde hier, ne? Also viel Gekämpfe. Sehr gut. Sehr gut. Ach komm, ich treffe halt nie. Bonbon. Und ein Säckchen mit einem Vampirzahn. Ach nein. Please. Lasst mich in Ruhe mit euren Code. Muss die loswerden. Ich muss die loswerden. Ach nö. Oh, ist das belastend. Ja, willst du, wie oft willst du jetzt noch machen? Ist das deren Ernst? Ja. Ist es deren Ernst? Ich muss mich erholen. Es geht nicht. Marcel, du machst das schon. Irgendwie. Okay, oder auch nicht. Ja, guck mal. Wir rasten ja völlig aus. Gut, siehst du ja da. Gut, Special ist wieder voll. Ich hau wieder rein. Gott, ist das knapp hier. Irgendwas habe ich getroffen. Ich weiß nicht was, aber irgendwas werde ich dort getroffen haben. Autsch. Oh nein, bitte nicht. Ah, ich lebe noch. Ich sehe nicht, wie viel Leben die haben. Aber ich habe ein Level abgekriegt, also bin ich wieder voll. Oh mein Gott. Das war ein Kampf. So. Jetzt sind wir da, es gehen halt hoch zu 8. Puh. Och nö, ey. Ja. Nein. Please. Ich bin in Frieden. Ich kümmere mich erstmal um das Schwert hier. Das muss weg. Andersrum, please. Andersrum, dreh dich um. Du
Die beiden schaffen das schon irgendwie. Ey, komm, ein Schlag noch. Mann. Guck mal, sie kassiert, Alter. Irgendwas werde ich hoffentlich treffen. Ja, das Schwert, sehr schön. Wieso trifft das Schwert denn nicht? Ich würde jetzt gerne das Schwert treffen. Das hat einen, muss ja nur einen Schlag machen, das zerstört uns halt fast. Oh, guck mal, da leuchtet alles oben. Das Blitze. Was das genau bringt, weiß ich aller ehrlich gesagt auch nicht. Oh, shit. Das könnte sehr heftig werden jetzt. Das könnte sehr heftig werden. Zack. Ja. So, immer ein bisschen ausweichen. Nee, diesmal nicht, mein Freund. Ah ja, komm, das machst du, macht er ganz gut. Uiuiui. Sehr gut. Viel Erfahrung gedroppt. So, jetzt aber hier lang. Und hier sollen wir durch irgendeine große Tür. Genau. Transportstein. Und jetzt können wir wieder raus und dann sollen wir links. Ich weiß, es ist ein bisschen doof hier, jetzt alles nachzugucken, aber ich will jetzt nicht 30 Minuten lang oder eine Stunde lang rumherirren. Wenn nicht noch länger. Okay. Nein! Echt jetzt? Wir sind in der vierten? Na gut. So, jetzt vierte. Ja. Ich weiß halt jetzt echt nicht, wie ich lang muss. Shit! Was mache ich denn hier? Ich hätte mich daran halten sollen, anstatt auf eigene Faust zu gehen. Mist. Naja, irgendwo wird es weitergehen. Irgendwo wird das, kriegen wir schon hin. So. Nee. Ich mach mal kurz Monster aus und dann, oder wie gesagt, oder ja, ich mach mal kurz Monster aus und geh nochmal den Weg da oben hoch, okay? Eine Ewigkeit später. Jetzt raus hier. Jetzt nach links. Ich hoffe, ich bin richtig, bin in der 9. Etage. Leute. Jetzt bin ich in der 10. Jetzt soll ich hier irgendwo Treppen hochgehen. Hier war ich schon mal. Hier sind keine Treppen. Bin ich hier richtig? Ich hoffe einfach mal. Ich glaube, ich verirre mich schon die ganze Zeit. Die Schicksalskammer liegt hinter dieser Tür. Irgendwann muss sich jeder seiner Vergangenheit stellen. Es tut mir leid, Biko. Verschwinde, wenn es gefährlich wird. Ja, es sieht nach einer großen Tür aus, ne? Geh einfach rein. Sieht krass aus. Schicksalskammer. Okay, wir sind da anscheinend. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es einfach. Ich bin voll verlaufen. Ich hab mich mega verlaufen, Leute. Bin mehrmals runter, komplett runtergegangen, damit ich die Reihenfolge nochmal hochgehen kann. Bist du die Wächterin? Bitte,
Erzähl mir von meiner Vergangenheit. Ah! Was ist los? Oh, shit. Wer bist du denn, Alter? Was auch immer du bist, du bist groß. Und natürlich treffe ich deswegen nicht. Oh, ich habe Angst. Ah, geht. Oh, please. Na! Das war so klar. War so klar. Er wird ab. Oh, nicht schon wieder. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Oh, komm. Wie ist eigentlich dein Name? Oh nein. Marcel! Warum gerade auf mich? Mach dein Special, bitte. Och, genau in dem Moment fährt er ab. Ja! Das muss halt sein, ne? Das muss das sein. Wow. Oh, bitte. Nein. Eisschlag. Oh, er wehrt schon wieder ab. Es ist halt echt unfassbar. Ja, ich bin gleich tot. Ja. Wenn er jetzt zu mir kommt, bin ich tot. Ja. Was hätte ich da machen sollen? Der wehrt halt ständig meine Spezialattacke ab. Er ist dieser unsagbar nervige Dungeon und dann wehrt er halt alles ab. Hör, das schaffst du schon. Lauf! Perle! 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 Oh, ich lebe wieder. Ja, wenn es so weiter geht, können wir direkt 20% abgezogen, ne? Das ist halt unfassbar. Ja, macht er wieder den Sprung. Ich weiß halt nicht, wohin ich soll. Ja, guck mal, ich versuche, wie soll ich denn so schnell reagieren? Ja, ich wusste es, ich wusste es. Der wird ständig ab, ja, und das macht er diese Attacke und dann hat er und dann tötet er mich. Ich kann nur raten, wo ich hin muss. Ja, ich kann halt echt nur raten. Okay, ja, das war's auch schon wieder für mich. Das wehrt ab. Ja, klar, okay. So ein normaler Sprung? Das wäre, ja, komm. Ja. Nein, ja, nein, was? Das ist unfassbar. Er wird ab. Er wird ab, oder? Oh nein, er wird nicht ab. Aber es bringt halt auch nicht so viel. Oh, jetzt sind wir beide da. Ich bin halt nicht gut ausgerüstet dafür. Gut, er lebt wieder. Er ist verwirrt. Special. Oh, bevor er mich trifft. Natürlich wehrt er ab. Och, warum? Ja.
Ja, wenn ihr jetzt auf mich landet, bin ich tot. Oh. Gottes Willen. Och, ist da. Dieser Boss ist ja mega ätzend. Spezial. Bitte mach einen guten Treffer. Yes! So viel Schaden macht das aber auch nicht, ne? Oh, das war heftig. Oh, er macht schon wieder auf den. Er geht nach links. Oh komm, ist doch mir nicht wahr. Ja. Kannst du halt auch nicht ausdenken, ne? Oh Gott, nein! Wo ist er? Oh Gott! Ach Scheiße, ja, natürlich. Das wird nix. Ach Gott, nein, Alter. Ich hasse diesen Boss. Ich sehe seinen Schatten nicht. Ich kann ja echt nur raten. Komm, treff, 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 bitte. Ja, natürlich triffst du nicht. Aus irgendwelchen Gründen. Unfassbar, oder? Was sagt ihr dazu? Okay. Nein, nicht dahin. Ja, mach. Ich sterb jetzt. Oder auch nicht. War Glück. Yes! Der ist gesessen. Geht da doch nicht weg! Besiegt! Oh mein Gott! Gott! Ich hatte solche Angst. Nanu, mein Kern. Perle. Elasol. Ich hatte doch gesagt, dass du nicht allein losziehen sollst. Es tut mir leid, wenn ich versuche, mich etwas zu erinnern. Vielen Dank nochmal. Gehen wir. Die Erinnerungen sind zu greifen nah. Bitte, gib mir noch etwas Zeit. Bitte. Bitte, Elasol. Elasol? Ich verstehe, was du sagen möchtest. Bring Perle nach unten. Wenn dir etwas zustößt, bring ich dich um. Ist das klar? Ich kümmere mich auf den Weg nach unten um das Ungeziefer. Pass nur auf, dass es Perle nicht zu viel wird. Ich pass schon auf. Danke für deine Hilfe. Okay. Gern gemacht. So, warte mal. Können hier irgendwo bestimmt runterspringen, ne? Ja, hier können wir runterspringen. Nehmen wir das auch.
So, wir sind jetzt in der vierten. Müssen eigentlich nur raus, ne? Können wir irgendwo runter? Irgendwo können wir ja sicherlich runter. Ja, guck mal, hier können wir runtergehen. Ganz easy. Dip, 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 dip. Also der Boss da war echt übel. Hallöchen. Oh, habe ich die Monster nicht eingeschaltet? Weil Moment, ich mache es mir wieder an. Jetzt habe ich die einmal übersprungen, tut mir leid. Aber es war eben heftig. Ich bin hoch runtergegangen, Alter, und habe mich gar nicht mehr gewusst, wo ich hin soll, weil irgendwie war alles invertiert und so. Guide stand, ich soll nach links. Lauf nach links, aber links war eine Wand. gar nicht, war nicht hier. So. Wir sollen ja nur raus hier. Was soll aber schon schief gehen, denke ich. Ja, dann vielleicht. Scheint so, ne? Okay. Ah Gott, ich hasse dieses Schwert da. Ich weiß, ich kämpfe falsch. Brauchen wir mir nicht sagen. Aber was soll ich denn machen? Gott. Das ist ein Part, ne? Ja, wehr halt ab. Oh, natürlich treffe ich damit halt nie. Ich frage mich, wann ich endlich mal die neue Spezialfähigkeit bekomme. Kann es auch nicht sein, oder? Hallo? Die Perspektive macht mich ja manchmal zu schaffen. Nein! Ey, komm, ist gut jetzt. Lass dich treffen, damit du bist kurz vom Abnippeln und dann machst du deinen Mucks halt die ganze Zeit auf. Was ist los mit dir, du kühne Klinge? Ich will hier raus. So, hier ist eine Wand. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich hier hoch. Hallöchen. Ich habe ja beinahe vergessen. Ach Gott, ich wollte gerade eine Spezialfähigkeit einsetzen, aber... Och komm, da sind drei auf einen Haufen und ich treffe halt nicht. Und ich treffe gar nicht mal mit den normalen Schlägen, weil ich halt die Perspektive nicht einschätzen kann. Hallo! Ist halt irgendwie gefühlt, dass ich jedes Mal jemand anders nicht gerade treffe. Gut, den kann ich das gleich gebrauchen. So, jetzt stirb. Hallo, stirb. Ich sag schon gar nichts mehr. Ist alles gut, alles gut, alles gut. So, komm, lauf. Wir haben zu tun, wir haben zu erledigen. Hier geht's auch nicht lang. Ja, Bossmucke. Ich hoffe mal nicht. Was? Scheiße. Was war das? Ja, lies doch! Eine Notiz. Sie ist von der Juwelenjägerin. Oh nein. Dich möchte ich schon seit einer Weile kennenlernen. Nein. Ich will deinen Kern. Sie hat den Rubinritter getötet. Schmutzige Steine, die nicht mehr glänzen, müssen verurteilt werden. Schnapp sie dir, Juwelenbestie. Oh nein. Noch ein Boss. Ich glaube, ich spinne. Zwei Bosse in einem Part, Alter. Ja, Fresse, Alter. Oh Gott. Der macht Schaden. Hallo. Ich will nicht mehr. Ich will meinen Seelenfrieden haben. Oh Gott, ey. Ja, stehen jetzt. Sie ist down. Okay, kann man machen. Ja, ich bin auch gleich down, wenn es so weitergeht. Immerhin schützt er sich nicht so.
Wow. Irgendwie würde ich mich gerne regenerieren können. Ey. Ja. Ja, das war's. Das war's. Oder auch nicht. Jo. Ja. Ich weiß halt nicht, ja, ich bin tot. Was soll ich da machen? Pogepuschel, leb. Sie überlebt das nicht lange. Gut, er lebt. Oh, Pogepuschel, ist das denn ernst? Marcel, du machst das. Was machst du denn mit meinem Gesicht? Bin nicht so der Typ, der drauf steht, aber na gut, von mir aus. Ausnahmsweise. Pearl. Ich weiß, du magst mich ein bisschen sehr, ne? Kann das sein? Langsam reicht es aber auch ein bisschen. Ja. Oh, natürlich. Direkt ein Schlag, weil es dann gleich so viel. Alter, komm. Guck mal, die Hälfte ist schon weg. Nur weil er mich über mich rüberjumpt. Weil ich mich halt nur so wie so ein Pascha hier da rumbewege. Anstatt mich direkt laufen zu lassen, so vernünftig. Ja, guck mal, was soll ich da machen? Er rappt mich um. Gott. Nein! Oh, ich dachte, er haut ab. So, oh, nur noch 6, genau. Weißt du, ich kann auch gleich direkt sterben. Ja, warte, auf diesen, okay, ja, ja, ich schlag mal jetzt umsonst. Okay. Hoffen, dass die anderen überleben, während ich, bis ich aufstehe. Ich glaube nicht dran. Geht von mir weg! Sie hat nur 21%, das schafft sie nicht. Ich wusste, ich würde nur im Weg sein. Ja, bist du auch, anstatt einfach abzuhauen. Darf ich den Shit nochmal lesen? Was war das? Das war ein Zettel. Komm, treff. Nein, natürlich nicht. Er macht seine wieder sein Spezial. Ich hasse das. Ich geh weg da. Sie natürlich nicht. Weil. Wäre gut. Das würde halt. Das würde halt viel. Komm, geh sterben. Ich hau dich da in die Ecke, Alter. Kommst du wohl her, du. Dämlicher. Tut weh, ne? Hä? Wie machst du Spezial jetzt? Nein, machst du nicht, Alter. Hörst wohl auf zu laufen. Der Drop läuft trotzdem, aber es hat Schaden gemacht. So, kriegst du auf dem allerwertesten. Ah. Jetzt gibt's. Aufen. Treff. Yes. Na. Oh. Das denkst du, ne? Was denkst du, wer du bist eigentlich? Was denkst du eigentlich, wer du bist? Hä? Denkst du, das wär's was Besonderes, oder wie? Das ist doch nur eine hässliche Pflanze, Alter. Ich bin nicht mal deine Mutter, wär stolz auf dich. Guck dich an, Alter. Kriegst auf die Schnauze. Siehst du mal? So mach mal das. Oh. Die Erfahrung gönne ich mir aber hart. So, was sagst du nun, Juwelendieben? Perle kriegst du nicht. Du hast Rubens gekillt, aber Perle nicht. Du hast einen starken Begleiter, Perle. Warum jagst du uns? Du bist abgrundtief böse.
Hör einfach auf deinen Kern. Huch. Wir werden uns wiedersehen. Gute Nacht, Perle. Werde ich sterben? Eine Wächterin ohne Ritter ist leichte Beute. Elaso sucht nach anderen Lumi. Und wenn er eine andere Wächterin findet, wird er... Dann bin ich ganz allein. Hoffentlich findet er keine. Ich muss los. Elasol wartet schon. Ich bekomme wieder Ärger. Danke, Miku. Das ist für dich. Du erhältst das Artefakt Gefrorenes Herz. Pass auf dich auf. Boah, Leute. Der Spiegelturm. Boah, Leute. Diese Quest, ne? Boah, mein Rücken. Da müssen wir erstmal nach Hause. Also das war übertrieben. Die Quest war ja mega heftig. Gerade die Suche, den richtigen Weg zu finden da oben. Boah. Na gut. Kaktusfratz will berichtet werden. Was passiert ist. Und ich würde gerne sehen, was Kaktusfratz dazu sagt. Hallo, dafür hoch, danke. Sich der Vergangenheit stellen? Eventuell ja. So, lass mir ihn mal schreiben. Macht er ja nur, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Diese Quest. So, was hat er denn geschrieben? Was, verstandene Prinzessin? Nee, das hatten wir schon. Der Spiegelturm, genau. Ein Mädchen ist einen Turm hinaufgestiegen, um etwas über ihre Vergangenheit zu erfahren oder so. Ich verliere langsam den Überblick und in letzter Zeit habe ich nicht mehr so viel Lust, in mein Tagebuch zu schreiben. Na gut. Leute. Dieser Part war echt anstrengend. Ich bin jetzt über eine Stunde in der Aufnahme. Das meiste werdet ihr wahrscheinlich gar nicht sehen, weil ich viel rausschneide. Aber ich bin wirklich hoch und runter gelaufen in diesen Spiegelturm. Und ich weiß jetzt, warum das Spiegel heißt. Weil sich die Ebenen spiegeln. Und ich habe hier... Und wenn du einmal irgendwo falsch abbiegst, Leute. Wenn ihr einmal falsch abbiegt, dann habt ihr verkackt. Selbst eine Komplettlösung. Dann müsst ihr mal komplett von vorne anfangen. Alter. Unfassbar. Ja gut. Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like, einen Kommentar und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.